Moin Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren Enduro zum ersten Mal im ganzen Leben. Komm her. So, also wir sind zu zweit, fahren Enduro zum Kevin. Kevin, den kennt ihr ja noch nicht. Ich habe letztens ein Projekt mit ihm zusammen gemacht. Richtig geil gewesen. Niklas auch dabei. Ja, richtig, mega geil. Und hat spontan eine Rampe gebaut. So geflasht. Fährt einfach los. Ja. Das war so krass. Das ist auch richtig geil jetzt, Leute. Ihr seht hier im Hintergrund schon so einen übelst geilen Camper. Cool. Hast du Töfi angeschrieben? Das ist der lokale Händler hier aus Krefeld. Ne? Der macht so VW, Skoda und alles mögliche. Ne? Diese geile Karre zur Verfügung gestellt. Mega. Und das Geile ist jetzt, der Niklas hat ja jetzt endlich sein Bike fertig. Ne? Checkt auf jeden Fall dafür auch seinen Kanal aus. Freu mich. Let's go. Ich hab schon Respekt vom Fahren so, aber mal sehen, ein bisschen lustig. Let's go! Ich krieg übrigens auch die Maschine vom Mike, den werdet ihr auch noch kennenlernen. Mega cooler Typ, Schiss ist da. Aber ja, mal sehen, wie ich mich so anstelle. GoPro ist auf jeden Fall auf dem Helm drauf, damit ihr natürlich auch sehen könnt, wie ich fahre. Aber da hilft dir noch ein Tragen von zwei Lichtern. Da ist das Fahrzeug, yeah. Der Niklas filmt einfach ab, wie witzig ist das? Let's go! So Leute, vom geilen cinematischen Shot, kurze Pause gehabt nur, wieder zurück ins Auto rein. Ha! Kevin hat uns ja gerade erst die Location geschickt. Yes. Wir werden theoretisch vorbeigefahren. Ja, wir fahren jetzt sogar kürzer, ne? Ja, wir fahren sogar kürzer. Der Kevin ist Enduro-Weltmeister quasi, ne? Also richtig krass. Den fahren wir morgen Enduro. Und wir sehen uns dann später, wenn wir hier versuchen zu pennen. Location. Damn. Das Ding fährt einfach da hoch. Ja, und da pennen wir heute. Nice. Nein, Alter. Was? Wir sind mitten im Nirgendwo angekommen. Da werden wir heute Nacht pennen. Im Dezember. Mir ist arschkalt. Aber ich habe richtig Bock. Und wir haben echt 7 oder 8 verschiedene Locations angefahren und überall war gesperrt, wir konnten nicht drauf, wir konnten nicht parken. Jetzt haben wir so ein Plateau gefunden. Was macht denn der für einen Klingelton? Das würde ich mal gerne wissen. Junge. Good morning in the morning. Ich könnte jetzt nochmal 5 Stunden pennen locker. Es ist früh am Morgen. Ich habe gehofft, die Sonne geht ein bisschen schöner auf. Echt geil, dieses Jahr nochmal Camping-Feeling zu bekommen. Da oben in dem Dachzelt da zu pennen und so, das war schon ganz cool. Gleich machen wir uns auf den Weg zum Enduro-Spot und dann wird geballert. Let's go! Richtig krass. Da vorne seht ihr jetzt einen Van. Moment. Ja. Genau. Und hinter uns sind auch ganz viele, wenn man nach da guckt. Und das sind anscheinend alles Kollegen von Kevin, die jetzt schon vor ihm da sind. Nice. Sonst, ich glaube, wir sind da. So, gönnt euch diesen Ehrenmann. Guten Tag, was? Und diese Ehrenfrau. Die haben es tatsächlich geschafft, einfach 3 Bikes in das Fahrzeug zu packen. Ohne Scheiß jetzt. Digga, der Vivi ist einfach so ein Ding abgebrochen von dem. Aber so richtig, guck mal. Kann mit seinem Bike. Ja. Eventuell gibst du mich dann kein Bike, aber dann teile ich das mit Niklas. Karre von Niklas wird jetzt ausgeladen. Hier mit dem Klappen. Wir haben es geschafft, wir sind wieder zurück. Es war ein extrem geiles und extrem schnelles Wochenende. Also es verging so schnell die Zeit. Ja, es hat so heftig Spaß gemacht. Hier im Hintergrund, der Niklas war schon sauber, ich helfe ihm auch sofort wieder. Warte mal kurz. Stopp. Du hilfst ihm kurz wieder. Warum hast du geholfen? Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal supporten würdet. Also ein Abo da lasst, die Glocke aktiviert und ein Like da lasst. Vielleicht unten noch was in die Kommentare schreibt. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall eine Enduro zulegen. Das wird richtig geil. Ein bisschen Kohle zusammenkratzen. Und dann geht's los. Geil. Oder, Niklas? Enduro? Ja, yes, mega. Nice. Mega geil.
Hab Bock. So, und danke an Niklas nochmal für die Idee, auch mit Höfi und so. Richtig geil. Ne, der Bus war echt einsame Spitze. Es war so geil, mit dem Bus jetzt hier zu reisen. Hat noch ein bisschen Summer-Feeling gemacht. 10 out of 10, Digga. 10 out of 10, genau. War einfach nur Hammer. So, let's go. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.